Ja, da sind wir da drauf, frisch Yep. nach dem Länderspiel und ich denke, wir können jetzt schon ganz viel sagen, wie das ausgegangen ist. Ja, Denn also. es war ein sehr spannendes Spiel und ich sage einfach nur eins, Mario Gomez. Der Rest sagst du. Also, yo, wie du es schon gesagt hast, Mario Gomez hat die zwei Tore geschossen. Das erste Tor, der Holländer. Was macht der? Der hebt den an. Abseits, abseits. Der. Der erste Ball, wie er sich noch gedreht hat, das war Ja. richtig nice gemacht, muss man zugeben. Und was macht der scheiß Verteidiger? Der Arme. Der hebt seine Hand und sagt Abseits. Ja. Aber es war kein Abseits zum Glück. Egal, es war alles gut, denn ich, ja, auf jeden Fall dann das zweite Tor auch wieder kommen, ist richtig nice. Was nach meiner Sicht ein Fehler war, Klose reinzutun, aber ist eigentlich logisch, da Gomez nicht mehr konnte, aber. Klose, ich weiß nicht. Ja, Klose, den einen Ball, wo der Tor sich zu weit vorgelegt hätte, den hätte Klose eigentlich reinmachen müssen. Naja, der kam zu spät. Naja, aber es wäre möglich gewesen. Naja, also Na. so wie Deutschland heute gespielt hat, könnten sie eigentlich im Finale stehen. So stark wie heute Deutschland gespielt hat, hat nach meiner Sicht noch keine Mannschaft in dieser EM gespielt. Ja, also vor allem Deutschland hätte schon 2-3 noch reinhauen können. Ja, aber das wollten sie natürlich nicht, da ich 2 zu 1 getippt habe und der Oliver Kahn natürlich auch. Und daher, ne, musste das natürlich auch so bleiben. Ich habe dann am Ende natürlich auch noch gehofft, dass mein Tipp war, gegen Holland wenigstens 1 noch schießt, solange sich der Idiot Robben ist, der sich ja dann auch ein bisschen verletzt hat. Am Kopf, ja. Haben sie dann einen Tacker reingeschlagen und der so. Naja, egal, es war im Großen und Ganzen ein spannendes Spiel. Wann ist das nächste jetzt gegen Dänemark am Samstag oder wann? Nein, nicht am Samstag. Wann dann? Oder? Ich glaube am Ba Samstag. Ich weiß es gar nicht genau. Naja, ist jetzt Sonntag, eigentlich Sonntag. Sonntag. Oder? Warte. Nee, immer 4 Tage, habe ich gedacht. Ja, Nee. doch, doch. Also, morgen spielt Gruppe C. Ja, dann ist es wieder am Samstag. Nein. Morgen Gruppe C, am Freitag Gruppe D. Am Samstag Gruppe A. Was für Gruppe A? Ja. Ich sag eigentlich jetzt auch scheißegal, das nächste Spiel müssen sie gegen Dänemark. Wann das ist, ist uns scheißwurscht, denn die gewinnen so. Boateng ist jetzt gesperrt. Ist alles Ja. eigentlich scheißegal. Deutschland schafft es auf jeden Fall, auch wenn sie jetzt da verlieren, sind sie weiter. Denn Portugal wird auf gar keinen Fall gegen Holland, denke ich mal, gewinnen, da Holland jetzt wenigstens ein Spiel noch gewinnen will. Dass er dagegen. Muss echt sagen, Portugal ist echt schwach, was die heute abgeliefert haben. Die zwei Tore waren zwar gut, aber dann waren die so schwach. Naja, Na egal, also. Dänemark war dann richtig gut noch. Naja, das war jetzt die Also ich. Ja. Deutschland-Analyse. Warte noch nicht, ey, ich will noch was sagen. Okay. Was? Ja, was willst du noch sagen? Er will anscheinend nichts mehr sagen. Naja, wir melden uns auf jeden Fall zurück bei den morgigen Spielen. Morgen spielt irgendwas noch gegen irgendwas anderes. Und ja. Ich kann Also. ja gleich mal kurz, wenn wir schon hier sind, einfach mal ganz kurz schauen, wer morgen denn spielt. Und zwar. Als ich noch was sagen sollte, ist, Ja, jetzt warte mal. Morgen also. spielt Italien gegen Kroatien ein sehr spannendes Spiel. Und um 20:45 Uhr dann Spanien gegen Irland. Also da habe ich 4 zu 0 für Spanien getippt. 4-0 ganz klar gegen Irland auf jeden Fall. Und Italien, Kroatien, da, ich kann in Italien froh sein, wenn sie gewinnen. Ich habe 2-0 Italien getippt. Naja, da machen wir dann auch wieder eine Analyse dazu, werdet ihr sehen. Und Ukraine, Frankreich, da wird es Frankreich machen, auch wenn ich das eigentlich nicht so will. Aber wird, denke ich mal, schon so passieren, dass die da den reinhauen werden. Naja, auf jeden Fall, das nächste Deutschlandspiel ist dann am Ding, am 17.06. Und ich denke, dass Deutschland da dann auch nochmal richtig gut zeigen kann, sich nochmal richtig gut präsentieren kann. Das ist dann am Sonntag. Und ja, ich denke, das passt dann auch. Willst du noch was sagen? Hallo? Gut, dann beenden wir das. Ja, Also, bis zur tschüss. nächsten Analyse.